Wie wird man Hundeausstatter? Wie sind Sie dazu gekommen? Das hat einen einfachen Grund. Wir haben für unsere Hunde immer nichts gefunden, was uns gefallen hat. Und dann sind wir nach Lindau gezogen und das fanden wir einen guten Standort für außergewöhnliche Hundeaccessoires. Also wir wollten was eben noch handwerklich produziert wird. Wir wollten Leder haben und eben Dinge, die man nicht in jedem normalen Discounter kaufen kann. Und was gibt es in Ihrem Laden für den vierbeinigen Gefährten? Wir haben einmal Betten, die sich schön in die Einrichtung integriert, die praktisch sind, die waschbar sind, die mit einer hochwertigen Füllung gefüllt sind. Wir produzieren Halsbänder, die auch nach Wunsch gemacht werden können, die eben dem Hund angepasst werden können. Wir haben als Partner kleine Sattlereien, die eben noch wirklich hochwertiges, handgearbeitetes und individuelles produzieren. Wir haben aber genauso ganz normales Nylon-Gurtband, was man fürs Wasser verwendet, wenn der Hund baden geht oder sonstige Geschichten. Und was schenkt man jetzt zum Beispiel einem Hund zu Weihnachten? Einem Hund zu Weihnachten schenkt man vielleicht Weihnachtsspielzeug. Also so Weihnachtsbärchen, die machen auch einem selber Freude. Dem Hund machen sie Freude, vielleicht weil er sie kaputt macht, vielleicht weil er sie an Weihnachten rumträgt. Viele schenken zu Weihnachten ein Bettchen, also ein Hundebettchen, weil es eben mal was Besonderes ist, was man nicht alle Tage kauft. Es gibt aber auch Leute, die nehmen einfach mal hochwertiges Futter mit. Also dass sie sagen, zu Weihnachten gibt es für den Hund die Weihnachtsgans. Und was sind derzeit die Trends? Also der Trend geht zum besseren Hundebett, das muss man sagen, und zum hochwertigen Hundehalsband, das eben auch lange hält, wo man lange dran Freude hat, wo man eben nicht einmal im Jahr nachkaufen muss, sondern eben wirklich was Haltbares. Da geht der Trend momentan hin.